egal wo wir im Bauprozess mal hingucken, also sowohl in der Analyse als auch in der Planung, als auch in der Ausführung und auch im Betrieb, fallen überall unfassbar viele Daten an und genau da kann KI auch eingesetzt werden. Deswegen ist das Anwendungsspektrum eigentlich so breit, dass eher die Fragen lauten sollte, wo kann KI uns nicht unterstützen? Man muss auch erstmal eine Weile damit experimentieren, um zu wissen, wozu es taugt. Und es gibt ein paar Dinge, bei denen wir gemerkt haben, dass der Aufwand den Nutzen übersteigt, aber es gibt auch ein paar Dinge, bei denen wir sehen, dass es doch in eine sehr interessante Richtung geht. Also ich denke mal, das ist immer schön, wenn man sich die Zeit nehmen kann, um neue Dinge zu erforschen und dann auch zu sehen, wie man damit seinen Werkzeugkasten ausbauen kann. Das allererste, was man auf jeden Fall ausprobiert haben sollte, ist auf jeden Fall ChatGPT. Das ist unglaublich vielseitig einsetzbar und mittlerweile kann man da auch PDFs einfügen. Das heißt, man kann dann auch tatsächlich seine PDFs Fragen stellen und so. Also sehr vielseitig einsetzbar. Darüber hinaus ist natürlich auch das Tool DALL-E integriert. Das heißt, auch Bildgenerierung kann mittlerweile auch in ChatGPT abgedeckt werden. Also da sollte man auf jeden Fall mal reinschauen. Und das Programm Midjourney ist auch sehr spannend. Das ist ein Programm aus der Bildgenerierung und das macht einfach richtig Laune, sich damit auseinanderzusetzen, weil es hat so ein bisschen auch spielerischen Charakter. Also man gibt einfach mal was ein und lässt sich überfluten von Inspiration und es macht einfach Spaß und ist auch sehr einfach. Es kann nicht genug Architekten geben. Das ist natürlich jetzt vielleicht, wenn man das jetzt aus der europäischen Perspektive sieht, wo Gesellschaften eigentlich von ihrer Größe her stagnieren, erschließt sich das nicht hundertprozentig, aber selbst in Ländern wie Deutschland gibt es unglaublich viel generisches Bauen. Ja? Also Fertighäuser von der Stange, multiplizierte Blöcke. Und ich glaube, je finanziell darstellbarer es wird, dass sich ein Architekt dann auch mit der individuellen Gestaltung von Stadtumfeld beschäftigen kann, desto besser wird das gebaute Umfeld.